Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA Vice City. Und nachdem die letzten beiden Aufnahmen ja optional waren quasi, also wo ich da diese Jobmission gemacht habe bezüglich der ja, was waren das alles? Pizza-Lieferant, dann das ach, da ist ja noch was gewesen. Ja, was war noch alles? Also wie gesagt, Pizza, Krankenwagen, Feuerwehr, irgendwas war da noch. Ich hab's wieder vergessen. Egal, jedenfalls alles außer Taxifahren. Ach so, Bürgerwehr, genau. Also Pizza und Bürgerwehr war in dem ersten Optionalvideo. Dann Krankenwagen und Feuerwehr in dem zweiten. Und jetzt kommt. Falsche Richtung. Das nächste vom Malibu Beach Club. Malibu Club, das dürfte das, ich glaube, die letzte Mission davon sein. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich. Da guckt man einmal nicht auf den Monitor, sondern in die Kamera und was passiert? Irgend so ein Arsch muss mir unbedingt vor das Auto fahren. Ich glaube, ich spinne, ey. Na gut, ja, wie gesagt, es geht jetzt weiter. Ich meine, okay, die Jobmissionen gehören natürlich auch zum Storyverlauf des Spiels irgendwo. Also auf jeden Fall, um die 100% zu bekommen. Andererseits eben, naja, ist es nicht ganz so unbedingt erforderlich. Von daher schauen wir mal weiter. Okay. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank. We wave the gun around and leave very rich men. I'll drive. Great! A passenger! Wait till I tell the group about this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obwohl, nee. Jetzt noch nicht. Was seid ihr denn für Trottel? Der erste hat sich schon mal hingelegt. Steigst du vielleicht recht nochmal ein? Das ist ein Idiot, echt. I am not. R2. Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Ah, sollt. Ich fahr da lang. Ist ohnehin ein bisschen direkter. Nicht viel, aber ein bisschen. Wop, 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 wop. Arschloch. Alter! Haben die alle... Eier wandert! Nein! Ich glaub das nicht. Vergiss es, Mann! Ich glaub, ich spinne, Alter! So ein scheiß Bulle! Ey!
Ey, krieg mir Hals, Alter. Echt, ey. Wie kann man denn sowas verhauen? Bloß wegen so einem scheiß Arschloch! Ich glaub's einfach nicht! Mann, ich war doch nicht mal bei der scheiß Bank! Was soll denn bitte? Okay, ich nehme das hier nochmal neu auf. Also sprich die Munition und so den ganzen Quatsch halt. Ey, das kann doch nicht sein! Das ist doch echt nicht mehr feierlich. Also die Videosequenz überspringt diesmal. Das muss ja nicht sein, dass wir uns das nochmal eben. Es ist doch nicht wahr. Ich warne euch, Leute. Traut euch nicht nochmal so eine Scheiße. Auf jeden Fall denke ich mehr als du, du Arschloch. Es ist nicht normal. Ich weiß nicht, was das soll in letzter Zeit, aber das Ding baut immer nur Scheiße hier. Ist das immer noch als selber Lied? Hm. Egal. I'll drive. Great! A passenger! Wait till I tell the group about this. Steigt ihr gefälligst Zeit nochmal ein? Ehrlich mal, ey. Ja klar, der muss unbedingt rüberziehen. Hat er nicht gesehen, dass da ein Auto kam? Taking up too much room. I am not. R2. Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Piss dich, ey. Ich wollte sagen, nochmal so ein Scheißbulle, dann raste ich aber aus hier, ey. Selbst schuld, du Penner. Musst ja nicht unbedingt abbiegen vor mir. Mit welchem Ding? Driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist dann noch mal eine Sequenz, glaube ich. Und zu der gehen wir gleich mal hin. Okay, guys, nice and easy. Just as we planned. Mhm. Ach so. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Uh-huh. Bill, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Okay. Upstairs. Also die Treppe hoch. Ich glaube, da geht's hoch. Okay, alles klar. Alles klar. Oi, ey, 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 ey. Alter, jetzt reicht es mir gleich. Schieß den Ärmel weg, du Arsch.
Was jetzt davon, du Penner? Dum, 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 dum. Hä? Ach so. This is no joke, shithead. Okay. Damn! It's a flangey 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. Okay. Gut, schalten wir wieder schneller. Aber scheinbar ist das total Schnuppe. Wie schnell Bill, das läuft hier? Still sweet? Sure. Everything's real quiet. Moment. Wait. What are you thinking? Ja, mehr als du, wie ich schon gesagt habe. Nee. Die Rüstung nehme ich erst auf, wenn es sich auch lohnt. Hä? Achso. Okay, jetzt lohnt es sich. Alles klar. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm. You, you're coming with me. Okay, okay, just don't shoot. Okay. I said nobody move. Okay. Time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Irgendwie hat das Gefühl, das ist ein Fehler. Will be here any minute. I could do with some help here, Tommy. Jo, also das hier Pimmel, das müsst ihr euch jetzt mal antun. Was soll's? Ihr werdet schon überleben. Ich meine, ich hab das ja auch die ganze Zeit im Ohr, also von daher. Der sieht aus wie der Bankdirektor. Clayton City SWAT, you are completely surrounded. Surrounded? They're crapping themselves. Corrupt bastards. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You've had your lesson.
leaving the place! Take cover! Oh, wackel doch nicht so viele Junge. Alter, jetzt reicht's mir gleich. Das war der letzte, du Idiot. Geh nur sicher hin. Okay. Gut. Okay. Him abandonment issues. Hmm. Hey guys, get in. I got you covered. Echt jetzt? Also ein bisschen bescheuert ist er aber schon, oder? Oh, fertig aus hier. Steigst du, Idiot, endlich mal ein? Hey! Na toll, jetzt ist er eingestiegen. Steigst jetzt wieder aus, klatscht das, ey. Okay, das wird nichts. Alles klar. Ab geht's zur Garage und dann halt die Faxendicke hier. Gib mir damit in den scheiß Bullen parkieren, die noch alles ab, ey. Nischt es. So. Schon besser. Na denn.
Tommy, would you like a massage? Well, hi there, Mercedes. Yeah, I'm a little tense. What'd I tell you, Tommy? What'd I tell you? Ben Swat better watch out when Kent Paul is in town. Come on, give me a bigger slice, mate. Come on, I gotta get some new threads. Mhm. Yep. Okay, als nächstes würde ich sagen, holen wir uns die Eiscreme-Fabrik. Aha, das muss ich nicht haben. Quatsch. Tommy, I really enjoyed working with you. Ain't had so much fun since the Region 9, pal. Anyhow, if you need anything, you call on me, you hear? I always remember those I served with, and I'm sure I can help you out, you hear? Mhm. Na gut. Ja, machen wir die gleich. Wobei 20.000, naja, verzollt, ist ja egal. Who are you? Your new owner. Were you now or at any time a child? What are you talking about? Were you a child? Yes, calm down. I What's knew wrong with you? It. A child. A dirty, stinking, sniveling, snotting, vile, puking, crying little baby. A baby! An awful, horrible, disgusting little boo-hoo. Mommy doesn't love you. You little shit. Ow, calm down. I hate babies, and I hate children. They're dirty, sniveling, snotting, vile, puking. Enough already! What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? It's purely for kids. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you hate them? Oh, you stupid, sniveling, snotting. Shut up! Rat! The ice cream is a front. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Don't I, kiddies? Yes, yes, I do. Mommy doesn't love you. She hates you. What a nice lady. Still, you know, I hear there's good money in ice cream. Okay. Ja, die Mission machen wir jetzt gleich. Was ich dazu sagen wollte, bei der Cutscene kam wieder ein Lied vor. Ja, in dem Lied kam, in der Cutscene kam wieder ein Lied vor, welches schon mal beanstandet worden ist, vom YouTube-Support. Wenn ihr es unbedingt melden wollt, kann ich euch nicht dran hindern. Ich kann euch aber eins sagen, wenn ihr es melden wollt, dann muss ich leider den Audiotrack rausnehmen, was eigentlich schon bedeutet, dass man gleich die komplette Cutscene entfernen kann, weil... Was ist eine Cutscene ohne den Audio-Track? Ja? Von daher, wenn ihr es unbedingt melden wollt, dann würde ich sagen, dürfen sich alle anderen YouTube-Zuschauer, die sich diese Folgen hier anschauen, gern bei euch bedanken. Und von daher gilt natürlich auch die Einladung an alle anderen, die das hier ansehen möchten. Bedankt euch gern bei denen, die das unbedingt melden wollten. Also von daher, ja, ich hoffe einfach mal darauf, dass es nicht gemeldet wird. So, jetzt würde ich sagen, upsa, Bullen. Dudelt er überhaupt? Ich höre ja nicht.
Ah. Na toll. Blöde Schlampe. Ist hier echt nichts los? Was soll denn der Scheiß? Was was hören würde, ey? Ich stelle mal kurz in den Optionen Audio Setup. Ich höre nichts. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Was ist denn hier los? Ach, war zu alt, versuchen wir es woanders. Halt die Fresse! Also irgendwie ist heute nicht mehr Glückstag, glaube ich. Ah. Achso. Ist in Ordnung. Alter, da kommen ja immer mehr hier. Ist ja goldig. Sonst triffst du keinen an, aber jetzt auf einmal. Doch, da ist einer.
Ah ja, die haben schon alle. Okay, 14. 50 brauche ich. Wieso stehst du denn da? Mann, der muss ja süchtig sein. Oder sie, wie auch immer. Na, komm schon. Ach, leck mich doch. Aha. Vergiss es, Junge. Ich lass mich doch von dem Typen nicht rausziehen, oder was? Nix ist. Doch nicht? Ach, jetzt halt. Na gut. Na gut. Da kommen sie auch alle an die Rand, das ist doch schön. Aha, noch einer. Ab so. Na, die wirst du wohl nicht überfahren wollen, oder? Das ist eine Kundin. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Da lässt die sich überfahren. So.
Okay, wenn ich die drei hab, dann muss ich Gas geben. Jetzt raste ich aber aus hier, Mann! Gib mir eine Scheißkarre, ey! Alter, ich hab 40 geschafft! Ich hab 40 geschafft, verdammt nochmal! Die letzten 10 hätte ich untergepackt, wenn ihr mir näher dazwischen gekommen wärt! Ihr Vollidioten! Scheiß Bullen! Ich könnte einen Fax kriegen, Mann! Ehre mit Bullenpacke! Ich glaub das einfach nicht! Das ist echt nicht mehr normal. Echt, also normal ist echt was anderes. Piss dich, Junge, ey. Darf ich den Scheiß nochmal machen, weißt du? Ich könnte so einen Hals kriegen. Ist vollkommen egal, ey. Scheiß halt auf die Rüstung. Scheiß halt auf die Munition. Ich will ihn... Ja, Mann, ist ja klar. Ich hab das schon gesehen. Lässt du mich vielleicht heute nochmal fahren? Halt die Fresse! Blödes Weibstück, ey, ehrlich mal jetzt. Nicht allgemein gemeint, aber auf die Art auf jeden Fall. Es kotzt mich so an. Ganz ehrlich. Ist doch scheiße, sowas. Ich war schon auf 40 Leute gekommen. Meine Herren, ey! Da wollte ich den Fallungsschild wieder eingeben? Und da, was passiert? In der Zeit weg verhaftet, Alter! Leck mich doch! Och nö. Sag mal, wenn... Ei. Ich glaube, ich spinne, oder? Scheiße!
Ah, hätte er. Ein Glück. Puh. Blöder Idiot! Hast mir gerade drei Deals verdorben, wisst ihr, ja? Ich noch einer hinterher, ich glaube, ich spinne, ey. Müssen die unbedingt immer dabei sein? Kann das sein? Ihr könnt so ausflippen, kannst du glauben? Erstmal noch eine Runde wieder, bis ich den Stern los bin, und dann ist easy. Das heißt, ich werde jetzt beim nächsten Mal bloß zwei Deals machen können. Ist mir aber völlig egal. Okay. Okay. Dum 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 dum. Aha, okay. Aha, okay. Drei schon wieder. Super. Na, aber mehr auch nicht. Ich hab hier keinen Bock auf zwei Sterne. Die weg, dann nehme ich nicht mehr los. Nein! Vergiss es, Junge. So, jetzt wieder. Bei zwei Sternen, da müsste ich dann nämlich immer Schmiergeld aufnehmen oder saubere Klamotten holen. Und Klamotten holen geht nicht. Also, ja. Durch so ein Schmiergeldding fahren, und dann könnte man
wieder auf einen Stern zurückkommen oder auf zwei? Auf null, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Schmiergeld bringt nur einen weniger. Wow, okay. Mit ein bisschen Glück schaffe ich es diesmal. Junge, was denn jetzt? So. Okay. Einen noch. Komm schon, einer noch. Ach, leg mich doch. Naja, oder so. Ist mir auch egal. Okay, dann würde ich sagen, okay, 50 haben wir und damit ist es gut. Okay, was ist denn noch? Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. 9:46. Wow. Ich glaube, das lassen wir mal damit. Jetzt kommt sowieso nicht mehr die Mission. Gib mir deine Karre. Weil das Motorrad natürlich auch nicht schlecht aussah, ne? Aber egal. Gut. Das soll es diesmal gewesen sein wieder. Für diese Aufnahme, für diese Folge. Und hast du nicht gesehen? Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und sie euch gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wären die natürlich auch nicht schlecht. Und ansonsten wär's toll, wenn ihr wieder in der nächsten Folge vorbeischaut. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Und ich werde mal noch Rüstung, Munition und sowas alles wieder aufsammeln, weil wir hatten ja einen schönen Rückfall gehabt. Ja, schön ist was anderes. Auf jeden Fall geht das dann ja, nächstes Mal entsprechend wieder weiter. Ja, wir haben jetzt auch diese Eiscremefabrik, das ist schön. Und den Malibu Club haben wir auch abgeschlossen, also von daher ist es doch gar nicht mal so schlecht gelaufen. Okay, wie gesagt, das soll es gewesen sein für heute und ich sag dir mal Tschüss.